Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Ja, das ist eine Aneinanderreihung von Wörtern, die ich aus einem Hut zog. Und seitdem ist das meine Begrüßung für euch. Äußerst schön. So, Freunde. Okay. Habe ich das nicht gemacht? Doch, ab. Heute machen wir einen der letzten vier Bosse. Einen... Oh, draußen gewittert's. Gewitter? Ja, in Neuss. Mhm. Ja, einen der drei Herausforderungsbosse. Die sind alle dumme Stücken Scheiße. Was uns nicht davon abhält, sie dennoch töten zu müssen. Wollen und können. So, wir rollen mal hier ein bisschen. Wir ignorieren hier unsere phantomhaften Freunde. Die brauchen wir nicht. Wir sind nicht angewiesen auf sie. Denn beim letzten Mal haben sie dafür gesorgt, dass ich sterbe. Dass ich streibe. Ich streibe! Und ich will nicht streiben. So, das versteinert uns. Das ist tödlich. Aufpassen, nicht davon getroffen werden. Wir landen hier unten. Resetten unseren Steincounter und dann machen wir diesen fabelhaften Bosskampf. Okay, der uns hier bevorsteht. So, Steincounter ist dann ziemlich weit runter. Wir müssen zu dem Nebel dorthin kommen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin! Hobby. Hab ich! Falls nicht, bin ich drauf. Get away from me! No! Don't get petrified. That would be bad. Very bad. So, das sind meine verfickten Freunde. Das ist der Boss. Für viele Leute im Spiel der nervigste Boss seit Menschengedenken. Und ich sehe auch genau weshalb. So, wir müssen aufpassen. Versteinerung ist gefährlich. So, der gute... Oh. Der gute, oh, fuck, wo muss ich hin? Oh, no, don't hit me. Der gute Havel-Verschnitt hier. Fuck. Nein, geh weg! Oh, so viele Steinstapel, waren die schon immer hier? Der gute Havel-Verschnitt ist ein gefährlicher Recke. So, okay. Wir müssen versuchen... Oh, das war sehr viel Schaden. Das war nicht so viel Schaden. Wir müssen versuchen, die Leute so ein bisschen voneinander hier zu trennen. God damn it! Stop that bullshit! Okay. Okay, hier ist es ganz wichtig, dass man die Arena nutzt, zu seinem Vorteil. Man muss die direkte Sichtlinie des Bogenschützens hier unterbrechen. Oh nein, das ist schlecht. Wir müssen hier weg. Die können mich, wie man sieht, backstabben. Ich muss hier weg. Nicht treffen lassen von Havel. Okay, wie man sieht, super praktisch, wenn man hier im Kreis rumrennt. Also. Don't like that. Stop it. Nicht parieren lassen hier, nicht backstabben lassen. So, der erste ist tot. Havel hat mich getroffen, ist nicht so schlimm. So, jetzt ist es schon eine ganze Ecke leichter. Ich muss ein bisschen die Heilung im Auge behalten. Okay. So, Havel kann sich heilen, deswegen ist es nicht das Beste, wenn man ihn zuerst attackiert.
Los, weg hier. Ich will mich nicht von Havel backstabben lassen, das wäre ganz fürchterlich. Ah, ich hab... Okay, Gutbreak. Okay. Weg hier, weg, 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 weg. Wir können auch Fallattacken machen. Man muss unbedingt aufpassen, dass Havel einem hier nicht aus Versehen auf den Kopf landet. Der ganze Versteinerungs-Tüß hier. Jetzt dann mit. Muss hier weg. Langsam wird es nämlich sehr unangenehm. Vor allem da die Pisser mich hier staggern können mit ihrem Scheiß. Unbedingt wegkommen hier. Laufen wir rum, heilen uns. Okay. Havel ist tot. Ich bin auch fast tot. Lauf bitte, lauf! Regeneriere deine verfickte Ausdauer. So, muss aufpassen. Und heilen. Ich weiß gerade nicht, wo der Grabräuber ist. Vergessen. So, keine Heilung mehr übrig. Fuck. Stop that shit. Hey! Cannonball! Außenblick. Das ist schlecht. Okay. Hab mich ganz schön runtergerödelt hier. Da-d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 a. Ja, wie man sieht, man kann den Kampf hier machen. Alleine. Das klappt. Aber ich habe ganz schön gelitten auf jeden Fall. Man muss aber auch bedenken, ich habe hier schon eine ganze Menge Rost angesetzt. Aus Mangel an Dark Souls 2 Spielen in letzter Zeit. Das hat man ja ganz gut gesehen im Kampf gegen der Chandra. Da wurde ich ziemlich oft erwischt. So, okay, wir haben noch 3 Bosse übrig. Wir kriegen jetzt die beste Belohnung hier im Spiel. Darüber freue ich mich jetzt ganz besonders. Und die werde ich für den Rest der Folge jetzt auch tragen. Ja, dafür hat es sich eigentlich schon gelohnt. So, wir haben wie viel Zeit? Habe ich die Uhr gestellt? Ich hoffe, das habe ich. Ja, noch 5 Minuten. Okay. So, werte Freunde, wir haben 3 Bosse noch übrig. Oh, ich habe endlich Fackeln bekommen. Das ist nice. Oh no, that was close! That was a really close call, actually. Ah, a really close call, boy. So, wir bewegen uns dann wahrscheinlich zum nächsten fucking Faggot-Boss, den wir machen müssen. Das Gebiet zum Boss ist schlimmer als das hier. Der Boss selbst ist nicht unbedingt schlimmer. Allerdings kann einem ganz schön auf den Sack gehen, wenn man die Timings nicht mehr richtig drin hat. Wir werden also nun die Gelegenheit nutzen, uns zurückbewegen nach Majula, damit jeder unser fabelhaftes Beinkleid hier sehen kann. Und kaufen uns dann ein paar Sachen, die wir vielleicht ein bisschen abusen können, falls wir zu große Probleme haben. Ah, na? Ja. So, meine liebe Freundin Melancia, ich weiß, du magst mich und ich weiß, ich will dich. Aber man muss Prioritäten setzen. So, wir kaufen uns hier diese Leuchtkäfer. Die könnten wir theoretisch nutzen, wenn es richtig beschissen läuft. Okay. Und dann bewegen wir uns zum Ort unseres nächsten, ja, hoffentlich Sieges und nicht Untergangs, aber das werden wir dann schon bald sehen. So, als nächstes gehen wir dann zum Eingang zum Eisernen Korridor. Und besiegen den Herausforderungsboss im zweiten DLC.
Ja, der sollte eigentlich klappen. Er sollte nicht allzu schwierig sein. Der Weg zu ihm ist aber pissen nervig. Deswegen neige ich dazu. Ach komm, Leute. Was soll der Geiz, ne? Wir laufen schon mal ein bisschen vor und gucken, was wir so alles erringen können. Ich könnte euch vielleicht nutzen. Jurystabel. Beim letzten Mal hatte ich nicht wirklich Vorteile dadurch, dass ich euch mitgenommen habe. Ach, leck mich doch. Ich nehme euch alle mal mit. Ihr könnt das ganze Gegnerpack vor dem Boss vielleicht ein bisschen eindecken, sodass ich meine Würde behalte und Heilung sparen kann. Und falls nicht, fahrt zur Hölle, ihr verfickten Bastarde. Hallo! Das sind keine Spieler, sondern NPCs und die sind super awesome. Okay, theoretisch wäre es möglich, dass ich hier durchlaufe und könnte mir den ersten Kram sparen. Das Problem daran ist, dass meine verfickten Freunde hier nicht mitkommen und sich das deswegen nicht so wirklich rentiert. So, Freunde, dann kämpft! Los! Kämpft! Ihr seid fucking Idioten! Kämpft! Kämpft! Los! Ja, ich sehe jetzt dabei zu, wie ein wie ein Nekromant, ein Totenbeschwörer in Diablo 2, wie meine dämlichen Lakaien hier das Spiel für mich durchspielen. Nee. Ich habe übrigens auch Totenbeschwörer gespielt, das ist fantastisch. Das ist das Beste im Spiel. Come on! Kill them all! Kill them all! Bye bye! I don't think so. You have to die now. You fucking idiot. So, der ist ein bisschen nervig, deswegen muss ich meinen Freunden hier ein bisschen helfen. Die sind nämlich alle zu dämlich. Zu dämlich, um zu toten. Ich heile mich. So, Freunde, das habt ihr gut gemacht. Ihr habt keine Fernattacken, deswegen könnt ihr nichts unternehmen gegen diesen horrend bösartigen Kerl dort. Nope, don't think so. Was war das denn für ein Frog? Ach, weil er die Engraved Gauntlets hat. Ah, ich sehe. Schaffst du ihn? Ja? Nein? Nein? Vielleicht? Ich könnte dir helfen, indem ich dich seelisch unterstütze mit Bolzen. Boah, die hauen ganz schön rein. Meine Fresse. Das ist super lecker. Das ist super lecker. So, okay. Ich hoffe, ich bin hier sicher, sodass ich die Folge beim nächsten Mal hier weitermachen kann. Falls nicht, naja, dann sterbe ich wahrscheinlich. Was passiert hier? Hört auf, Ungemach zu verbreiten. So, Freunde, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich hoffe, ihr seid auf alles Notwendige vorbereitet. Falls nicht, ich bin es auch nicht. Düda! Adios, bis zum nächsten Mal.